Herzlich willkommen auf der Retrobasis. Ich bin Perudo und ich freue mich, dass du wieder dabei bist zu Simon the Sorcerer. Und wir sind hier unterwegs im MS-DOS-Universum. Ja, ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, warum der olle Perudo jetzt hier wieder anfängt bei der Kiste. Ja, das liegt daran, ich habe mich wund gesucht nach einer Lösung und musste dann doch ein bisschen spinksen. Es gibt nämlich etwas in der Höhle, was ich trotz meiner Ataxie-Bewegung nicht gefunden habe. Ja, aber ich habe zwischenzeitlich natürlich gespeichert, einen Tag später gesucht und so weiter, wie man es kennt. Ne? Dann hatte ich nicht mehr so viel Zeit und zwischendurch mal ein bisschen und anscheinend gibt es einen Bug beim Speichern. Ja, etwas war verschwunden. Das müssen wir jetzt leider mühselig nochmal neu machen. Ich habe das in der Zwischenzeit gespielt. Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht. Also ich habe es eigentlich, ich habe es eigentlich schon durchgespielt, aber ich möchte es doch ganz gerne hier noch ein bisschen mit euch spielen und zeigen. Und ich würde sagen, wenn wir schon mal dabei sind, ja, sind wir gerade so im Simon the Sorcerer Fieber. Okay, gut, jetzt müssen wir mal schauen. Wir wollten uns die Kiste anschauen, wir wollen aber auch den Zauberstab abgeben. Also wir haben viel zu tun und wir spurten uns ein bisschen. Ich hoffe, es geht ein bisschen flotter. Jetzt, wo ich alles weiß oder wieder weiß. Es ist dunkel hier drinnen. Zum Glück bin ich so klein. Ich möchte wissen, wann wir ankommen. Ich ziehe besser den Ring an. Gut, irgendwas ist hier nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Warte mal kurz. Oh, ich hatte ihn verkehrt herum auf. Okay, ja. Dann öffnen wir die Kiste, weg ist sie und da steht sie. So, jetzt schauen wir nochmal hier uns die Schachteln da an. Da ist ein Haufen leerer Pappschachteln. Da ist mein Zauberbuch drin. Da ist ein Haufen leerer Interessant. Na gut. Zauberbuch. So, dann schauen wir da mal rein. Jetzt habe ich endlich mein Zauberbuch wieder. Da ist ein loses Stück Papier. So, und das, was ich jetzt nicht gefunden habe, ich bin schon drauf gekommen mit der Maus, den Rattenknochen. Also ganz ehrlich, klar, wenn man es weiß, sieht man es. Es könnte aber auch ein Stein sein. Ich habe mir mal ein altes Video angeguckt, ich habe natürlich hier immer gestoppt mit meinen Testbewegungen. Es ist ein Fluch, keine Ahnung. Es mag auch mal an einer Rot-Grün-Schwäche liegen, ich weiß es nicht. Aber jetzt schnappen wir uns auch den Rattenknochen. Und ich habe mir extra mal das Video von letztens mal angeschaut. Ich hatte das Papier nämlich schon. Benutze Papier mit der Tür. Da drunter geschoben. Und ihr seht, hier ist natürlich das Stückchen Papier. Jahaha. Aber nach dem Speichern war das Papier nicht mehr da. Und das war eine Sackgasse. Das ist ein Sierra-Spiel, Leute. Unfassbar. So. Benutzen wir jetzt mal den Rattenknochen mit dem Schloss. Und dann müsste der Schlüssel auf das Papier fallen. Der gute alte Trick. Das habe ich früher auch gemacht. Geht natürlich nur mit den Schlüsseln. Was war zweimal? Ach, Papier hat er wieder mitgenommen. Sehr gut. Geht natürlich nur mit diesem Schloss-Schlüssel-Prinzip. So, benutze die Schlüssel mit dem Schloss. Schließen wir auf. Und dann, ich hoffe mal, dass ich nicht zu viel gespielt habe, weil ich habe besten Wissens und Gewissens das jetzt hier zu diesem Spielstand gebracht. Ich hoffe, das funktioniert soweit. So, die Tür ist auf. Und dann so, jetzt müssen wir schauen hier. Gucken uns mal den Eimer an. Den müssen wir nicht haben. Das ist ein Metalleimer mit einem großen Loch. Also er sieht uns natürlich nicht, ne? Weil wir den Ring anhaben. Können wir den Eimer mitnehmen? So. Gehen wir mal hier runter. Also, es ist schon wieder ein paar Tage her. Ich kann mich nicht mehr witzigerweise an alles erinnern. Ich habe nur ein paar Notizen gemacht. Pfefferminzbonbons, das ist gut. Ich schnappe mir gerade die Notizen mal. Ich gucke immer wieder mal rüber.
Das ist nicht dazu gemacht, um geöffnet zu werden. Ihr sollt doch nicht öffnen, sollt sie ja mitnehmen. Nimm. Pfefferminzbonbons. So. Hier ist scharfe Sachen, okay. Was haben wir denn da? Scharfe Sachen. Eine Sammlung heißer Metallspitzen. Können wir die mitnehmen? Meine Mami sagte, fasse nie scharfe Sachen an. Aber scharf? Ja gut, okay. Das nimmt er mit, ne? Das können wir nicht. Das ist ein Doppelportal. Ach, das ist das Doppelportal. Ich verstehe. Gitterstäbe, eiserne Jungfrau. Gruselig. Gehen wir mal rein. Ich glaube, wir sollten nichts überstürzen. Okay. Ach, guck mal, der Druide. Oh, womit wird der gefoltert? Bist du der Druide aus der Stadt? Wer bist du, dass du Stimme, aber keinen Körper hast? Ich stehe hinter dir. Mach keine Witze. Ja, ich bin der Stadtdruide und du stehst in Verbindung mit den Mächten der Finsternis. Ich bin nicht. Es ist bekannt, dass alle Diener des Bösen lügen. Verschwinde! Moment! Lass uns einen Augenblick vernünftig sein. Ich höre mir keine weiteren Lügen von dir an. Verschwinde jetzt oder trage die Konsequenzen. Tut mir leid, dass ich was gesagt habe, okay? Tschüss! Oh, benutze Ring. Nee. Entferne. Der eine Ring mit seltsamen Symbolen drauf. Entferne. Jetzt mach das. Wie klicke ich? Klicke ich irgendwie immer falsch? Ach, keine Ahnung. Egal. Jetzt reden wir nochmal mit dem Druiden. Meine Augen scheinen zu versagen. Oder ist das tatsächlich ein Kind? Ja. Ich bin kein Junge. Ich bin ein Meister der Magie, Blumenkind. Nimm das, Dämonenprinz. Du täuschst mich nicht mit deiner Verkleidung. Welche Verkleidung? Deine wahre Gestalt ist die eines großen, geflügelten, feuerspeienden Monsters. Deine Seele ist schwarz wie die Nacht. Wieso sprichst du nicht mehr über die alte Welt? Ich beantworte doch nicht die Fragen eines Dämons. Wie kann ich beweisen, dass ich kein Dämon bin? Es gibt einen einfachen Test. Was ist dieser einfache Test? Es ist eine bekannte Tatsache, dass die einzige Waffe, die einen Dämon zerstört, ein Silberdolch in seinem Herzen ist. Wenn das Opfer dabei stirbt, dann war es ein Dämon. Lebt sein Herz jedoch und ist es rein, so kann es geopfert werden. Bestimmt findest du auf diese Weise viele Dämonen. In der Tat, es hat bisher immer geklappt. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Gibt es nicht eine etwas mildere Methode? Aha, hat die Kreatur der Nacht etwa Angst? Um ganz ehrlich zu sein, ich bin noch ein Kind. Okay, lass uns lieber den bequemen Weg gehen. Siehst du das Silberkreuz um meinen Hals? Drücke es dir auf die Stirn. Okay. In Ordnung. Lass es uns versuchen. Na gut. Ade, du grausame Welt. Ja! Also bist du ein Diener des Bösen. Kennst du das Gefühl des brennenden Feuers des Guten? Was? Das Ding war eiskalt. Hat mir einen Schock versetzt. Oh, ich denke, dass ich besser alles zurücknehme. Oh je. Also, wie sieht der Fluchtplan aus? Nun... Okay. Ich ziehe einfach meinen Ring an und gehe raus. Was? Und mich hier zurücklassen? Nein. Ich dachte, du willst nicht vom Sohn des Bösen befreit werden. Nur dieses eine Mal. Nein. Keiner wird ohne die Druiden Flower Power befreit werden. Es ist nicht ganz so einfach. Druiden Flower,
Druidenmagie entstammt der Natur. Alles, was ich ohne Natur tun kann, ist polymorph. Poly was? Alle Druiden sind in der Lage, sich in andere Tiere zu verwandeln. Es passiert, wenn sie einen Vollmond erblicken. Okay. Wollte ich auch sagen, ist das ein Werwolf? Was? Soll das heißen, du bist ein Werwolf? Einige von uns sind Werwölfe. Andere sind Bären oder Panther oder Schlangen. Und was bist du? Ein Frosch. Ein Frosch? Stimmt irgendetwas nicht mit Fröschen? Nein, aber ein Frosch? Ich kann es nicht ändern. Die Anordnung kam von oberster Stelle. Nun, ich bin sicher, dass uns das von Nutzen sein wird. Okay, wir gehen noch mal kurz nach oben. Ich möchte mal schauen, da war nicht... Ich gehe hier nicht raus ohne den Ring. Ach so, ja, natürlich. Trage Ring. Hättest du aber ruhig selber anziehen können, lieber Simon. Aber gut, ist in Ordnung. Hatten wir ja bei dem Navigator-Kopf hier auch. Ich weiß gar nicht, können wir da noch... Nee, da kommt man nicht rein, ne? Nee, wie kommen wir denn da hin? Komm ich da durch? Nee, komme ich gar nicht durch. Ein großer Goblin-Wächter blockiert den Weg. Na gut, dann müssen wir doch unten lang. So, wir müssen irgendwie überreden und wir werden gleich leider gut hier das Brandeisen nutzen müssen. Eine gute Idee, aber nicht sehr praktisch. Nicht sehr praktisch, okay. Nehmen wir den Ring mal ab. Benutze den Eimer mit dem Druiden. Kann ich bitte diesen Eimer über deinen Kopf stülpen? Warum? Hast du so etwas wie einen Plan? Jawohl, ich habe einen Plan. Okay, benutze Brandeisen mit dem Druiden. Ich verstecke mich besser, bis er zurückkommt. Ich werde den Ring anziehen. Ja, das ist eine gute Idee. Die Batterien scheinen leer zu sein. Du holst besser die anderen. Oh, meine Güte. Da müssen wir uns verstecken. Au, extreme Akupunktur. Ich glaube, mein Heuschnupfen ist geheilt. Ich komme jetzt rein, also... Lämpchen mach. Aha. Ich kann niemanden sehen. Nein, hier drin ist niemand. Hinter dir! Was? Oh. Nicht sehr witzig. Zur Strafe wirst du eine Woche lang abwaschen. Bitte nicht, Captain! Gnade! Wir brauchen dringend einen neuen. Ich habe das gehört, Captain. Oh, Tage verstreichen. Lieber Gott. Achso, okay, ich bin wieder dran. Öffne eiserne Jungfrau. Das war ganz schön heiß. Ich brauche einen Drink. Schön, ja. So, was haben wir denn hier? Ach, eine Säge, okay. Nimm Säge. So, ach, wie schön. Ja, das ist... Ja, ich danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge, ich denke mal morgen dann wieder zu einer neuen Folge Simon Sorcerer. Dankeschön, macht's gut, bis dann, euer Perudo, tschüss.